Hallo und willkommen zurück bei On The Table, mal wieder mit einem kleinen Unboxing, Schrägstrich Review, Schrägstrich, ich weiß eh nicht, was ich hier mache, aber egal. Wieder von Raging Heroes. Ich mag die Figuren, die sind so cool. Je nachdem, wann ich jetzt hier dieses Video raushaue oder je nachdem, wann ihr dieses Video guckt, wird es diese Kiste, so wie ihr sie jetzt hier seht, leider nicht mehr geben, weil deswegen ist es halt hier eine Special Halloween. Habe ich halt zu Halloween gekauft, da hatte Raging Heroes zwei spezielle Halloween Packs rausgebracht mit diversen Figuren. Da gab es einmal halt so eine Heldinnenfiguren-Set, wo halt auch, ich weiß gar nicht, was da dabei war, hatte mich da weniger interessiert. Und es gab halt hier diese Creatures of the Night Pack. Wobei mich jetzt hier von diesem Pack eigentlich nur die Werschi-Wölfe interessieren plus sie. Also hier die zwei, das ist im Prinzip Bonus. Nur hätten mich im Prinzip hier die drei Figuren mehr gekostet wie halt das ganze Set. Deswegen auch wenn hier steht irgendwie 38%, also das hat irgendwie den Bock jetzt nicht allzu fett gemacht. Also deswegen habe ich hier noch hier Halloween Harry noch irgendwie dabei. Also im Prinzip wäre ich da irgendwie auf das Gleiche rausgekommen, wenn ich halt die drei dann irgendwie gekauft hätte. Nichtsdestotrotz, also ich habe dann halt jetzt hier die ganze Box gekauft und habe zwei zusätzliche Figuren irgendwie, mit denen ich zwar jetzt noch gar nicht so richtig anfangen kann, aber keine Ahnung, vielleicht fällt mir da auch noch irgendwie was ein, was ich mit denen mache. Nur, wie gesagt, also die Box, so wie ich sie jetzt hier unboxe, wird es sehr wahrscheinlich dann halt nicht mehr geben, wenn dieses Video erscheint oder je nachdem, wann ihr das halt guckt. Noch gibt es sie. Ich weiß halt jetzt nicht für wie lange. Also Halloween ist jetzt für mich jetzt auch schon irgendwie 2 Wochen her und noch gibt es sie halt im Shop. Ich denke mal, irgendwann sind die dann weg, spätestens zu Weihnachten oder sonst irgendwie was. Gut, aber nichtsdestotrotz, die Damen gibt es halt auch einzeln. Nur natürlich hier Halloween Harry gibt es natürlich nicht. Es gibt einen normalen Harry. Also hier irgendwie, es ist ein, ich glaube, ein kleines, lustiges Nilpferd. Also den normalen Harry, den gibt es dann immer noch. Ich weiß aber auch nicht, ob es den Einzel gibt. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber halt in dieser Halloween-Ausstattung halt auch nicht. Deswegen, das ist halt hier exklusiv. Ja, schlichte Box mit hier einem Aufkleber drauf. Mehr ist da halt nicht. Wir gucken mal rein. Da gibt es dann halt hier ein paar Transportchips. Important, how to prime resin, wie immer, was Raging Heroes halt beilegt, wie man halt mit dem Resin halt umgeht, halt wie man es halt versäubert, wie man es grundiert. Es gibt eine kleine Warnung, Yellow Resin. This yellow material can be more brittle than our spinecast resin. Ich habe noch nicht reingeguckt, deswegen weiß ich jetzt halt nicht, welche Figuren davon betroffen sind. Also es gibt halt unterschiedliches Resin. Dieses spinecast resin, was die halt sonst halt nehmen, das ist halt dieses graue, was halt eher dem, fast dem ganz normalen Plastik irgendwie gleichkommt. Ist halt ein bisschen, ist halt fast ähnlich wie normales Plastik, aber halt das Gelbe ist ein bisschen spröder. Wer zum Beispiel bei Forge World bestellt, dem wird halt auch schon irgendwie mal aufgefallen sein, dass dann einige Sachen irgendwie in unterschiedlichen Resin-Sachen gegossen sind. Das eine ist halt ein bisschen gelblicher und ist halt wirklich ein bisschen, halt ein bisschen anderes Material, das ein bisschen anders verarbeitet werden, ist halt ein bisschen spröder, es kann dann leichter brechen und so weiter.
Auf jeden Fall ist hier mal eine Warnung mit dabei, auch ganz gut, damit man halt Bescheid weiß. Assembly tip for the Were-She-Wolves. We wanted to share a tip with you regarding the assembly of Were-She-Wolves. Oh Gott, schwieriges Wort. Were-She-Wolves. You will notice that some pieces, because of their size, might be a bit bent. Don't worry, this is absolutely not an issue. To straighten them, simply soak the part in hot tap water, not boiling water, for a few minutes before gently bending it back to shape. Hold the piece in place until it cools off. Ja, das ist halt, hat man halt oft bei Resin, dass halt irgendwie einige Teile irgendwie ein bisschen verbogen sind oder ein bisschen verdreht sind. Hatten wir ja bei dem, auch bei dem anderen Werwolf von Hordes, wo das Schwert halt so gebogen war, oder halt bei Sarumaus, wo sein Stab so gebogen war. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also man, ne, man macht halt Wasser warm. Soll natürlich nicht kochen, sollte aber trotzdem schon relativ warm sein. Hängt dann halt das Plastikteil dann so ein bisschen halt rein. Gerade an der Stelle, wo es halt gebogen ist. Zieht es halt raus. Natürlich soll es jetzt auch nicht da ewig und 3 Tage in diesem Wasserbad dann drin bleiben. Also es reicht schon, wenn es halt nur irgendwie kurz so drin liegt, sodass sich, sodass das Resin halt so ein bisschen wieder flexibel wird. Und ja, dann biegt man es halt gerade, hält es halt ein bisschen und ja, dann trocknet das und wird wieder hart und das bleibt dann halt in dieser Form. Haben sie aber auf jeden Fall auch hier nochmal so eine Warnung und halt so einen Tipp gegeben. Finde ich nicht schlecht. Gerade für Anfänger, die dann irgendwie Sachen auspacken und dann sich denken, warum ist denn das da jetzt so krumm und scheiße und jetzt müssen wir das reklamieren oder sonst irgendwie was. Wie gesagt, hat man dann halt hier irgendwie so eine Hilfe. Ansonsten muss man es halt im Internet nachlesen. Das ist dann halt auch ein bisschen sonst etwas blöd, wenn man es halt nicht weiß. Wie immer, das Pamphlet von Raging Heroes. Wer Raging Heroes ist, wo man da was bestellen kann, mit was man es hier zu tun hat. Karte. So. Jetzt muss ich selber gerade gucken, weil hier mit diesen ganzen Verpackungschips bin ich jetzt nicht so ganz froh drum. Okay, da hat mir schon eine Base ab. So, ich denke mal, das ist das Plastik. Hier ist noch eine Base. Moment. So, mehr Bases. Bases. So, ja, das ist hier alles Verpackung. Dann kann das mal hier rüber. Na gut, die Chips können wir auch noch gerade hier reinwerfen. Blub. So, kommt das hier rüber. Also. Von den Bases haben wir mal hier 2 mit etwas größerem Durchmesser. Also das hier sind irgendwie immer diese Standard-Bases, die bei Raging Heroes so dabei sind. 4 Stück. Ja, 3 für die normalen Figuren, einmal für Halloween Harry und die 2 großen. Ja, da kommen die Were-She-Wolves drauf. So, das ist Halloween Harry. Ah, der ist hier in diesem gelben Resin. Aber gut, wenn das alles ist, denke ich mal, ist es jetzt auch kein Problem. Ich hätte jetzt halt gedacht, wenn jetzt halt hier irgendwie sowas hier aus dem Yellow Resin halt wäre, wäre es ein bisschen schwieriger. Was man natürlich halt hier sieht, hier ist dann noch irgendwie Reste vom Gießen halt mit drin. Muss man halt dann gucken, wie man es halt, ob man das noch irgendwie rausbekommt. Halt vorsichtig. Ich denke mal, deswegen, das ist halt irgendwie vom Prinzip vom Master. Oder es sind halt wirklich Trennmittelsachen. Aber da muss man halt gucken,
erstmal irgendwie einfach mit kaltem Wasser irgendwie versuchen, so zu säubern, ob man da das so rausbekommt, anstatt da jetzt irgendwie mit einem Messer irgendwie dran rumzupopeln. Gut, wie gesagt, der ist speziell. Der hat so leider nichts mit der, oder hat schon was mit der Box zu tun, aber den gibt es halt leider nicht separat. Jetzt muss ich gerade hier schauen, wie wir das hier am geschicktesten machen. So. Denn ich habe halt gesehen, hier, da sind halt auch schon ein paar Teile lose. Und die will ich jetzt will ich jetzt halt nicht irgendwie verlieren. Nehmen wir zuerst mal das hier. Wie wir sehen, ist das hier nicht Resin, also weder gelbes noch graues, sondern das ist Zinn. Also gibt es da auch noch Zinnfiguren. Das wird wohl, welche wird denn das hier sein? Ich glaube hier die rechte mit dem Buch, oder? Also die hier. Kann das sein? Ich weiß es halt nicht. Wir werden sehen, wenn ich sie denn hier aus der Tüte bekäme. Aber sie blockiert sich hier. Irgendwie. Hallo? Kommen Sie da bitte raus. So, also jede Menge Einzelteile. Bin ich nicht so der Freund von. Zinn und ich, wir haben da eine leichte Hassliebe. Also ich bin jetzt nicht so der Zinn-Fan. Also irgendwie so ein Mausling, die halt auch irgendwie nur aus einem Guss halt sind, ist kein Problem. Aber halt hier irgendwie, was man dann großartig noch zusammenkleben muss, bin ich irgendwie aus der Sache raus. Weil das muss man dann halt mit Sekundenkleber kleben und dann hält man das dann ewig um 3 Tage und dann verbindet es sich nicht richtig und ja. Also nicht, dass es nicht cool ist, aber ich bin halt nicht der Zinn-Fan. Wir haben aber hier mehrere Möglichkeiten. Das hier ist verbogen oder kommt das überhaupt hin? Ich werde mich auf jeden Fall für die Figur angucken, wie die später auszusehen hat, weil so weiß ich jetzt halt nicht, was man da halt machen kann. Da ist dann halt irgendwie. Okay, kommt das da noch hier irgendwie so drauf? Gruselig. Oder das hier? Ach nee, das da. Okay, sie hat zwei Köpfe, einmal behelmt, einmal mit Haaren. Wollte gerade sagen, hä? Passt doch irgendwie gar nicht. Vielleicht dann doch eher. Ja, da fängt es dann halt schon an. Wo kommt denn jetzt hier der Kopf dran? Also man hat da nur so eine kleine Klebefläche und irgendwie ist jetzt dann halt hier das halt nicht so passgenau, dass es dann halt irgendwie hier so drauf passen würde. Oder haben wir halt hier noch irgendwo so ein Zinn-Gussgrat, sodass das halt da davon blockiert wird? Das weiß ich halt nicht. Deswegen, ich habe es halt fast lieber irgendwie in Plastik. Oder gehört das dann irgendwie so davor? Ich weiß es halt nicht. Auch hier mit den Armen, wo die dann so drankommen. Das hier so richtig, wo sie was halt hält. Das könnte passen. Das Buch käme hier auf die Seite. Irgendwie so. Aber wo jetzt dann zum Beispiel das Schwert hinkäme. Nee. Auch hier hin.
Auch so irgendwie. Aber wo jetzt dann das hier, was das hier überhaupt ist, kommt das dann hier irgendwie vorne dran oder? Dann haben wir hier noch ein Schild. Na gut, wenn das eine. Oh, macht ja auch keinen Sinn, dieses Schild so zu haben. Naja, also wie gesagt, ich müsste halt mir das einzelne Foto irgendwie angucken, ob es da auch irgendwie was gibt, wo man gucken kann, wie die junge Dame hier zusammenzubauen ist. Also das Bein käme auf jeden Fall hin. Da sollte man aber auch erst gegebenenfalls später dran machen. Oder man muss halt sagen, Mut zur Lücke und was man nicht sieht, wird auch nicht bemalt. Weil also das andere Bein wird von dem, was man jetzt hier drüber legt, komplett verdeckt. Aber man hat auch hier irgendwie so eine Spalte drin. Müsste halt dann gucken, ob man das durch Versäubern etwas bündiger hinbekommt. Oder man muss halt wirklich sagen, man klebt es zuerst rein, füllt die Lücke irgendwie mit Queen Stuff oder sonst irgendwie was. Und muss dann halt gucken, ob man das unten liegende Bein nicht doch irgendwie vorsichtig bemalt bekommt. Aber wie gesagt, so, das ist jetzt halt eine von den Figuren, die jetzt hier irgendwie für mich eher als Dreingabe drin sind, die mich jetzt halt weniger interessiert haben. Die zweite Figur war, glaube ich, die hier. Schüttel. Genau, die mit den gesammelten Köpfen. Okay, die hat jetzt halt keine großartige Auswahl, was man da irgendwie wohin machen kann. Ich denke mal, das ist dann einfach nur ja, straightforward, die halt, dass der rechte Arm einfach ausgestreckt halt ist mit diesem Kopf hier dran. Allerdings müssen wir halt hier wieder gucken, was zum Teil gehört und was halt nicht. Ich denke mal, das käme dann irgendwie, ja gut, kann man jetzt nicht dran halten, weil der Arm halt hier, war doch so, käme hier irgendwie so irgendwie dran, keine Ahnung. Ich glaube, der Guss oder der Klebepunkt ist da gerade ein bisschen komisch gesetzt, sodass ich da nicht so richtig dran komme. Soll das so? Ne, wahrscheinlich auch nicht. Das müsste man wahrscheinlich auch hier wegmachen. Wo das hier hinkommt, weiß ich nicht. Ob der jetzt. Oder ist das auch ein Arm? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass das auch ein Arm ist und hier diese Sense irgendwie anders zu befestigen ist. Also auch hier schwierig zu erkennen, wo die Teile halt hinkommen. Das ist klar, okay, aber halt das hier und das hier wird halt dann ein bisschen schwierig, wo was hinkäme, was woran käme. Das ist halt der Nachteil, wenn man halt dann keine richtige Anleitung hat und man halt mit mehreren Teilen zu kämpfen hat. Aber ich glaube, Raging Heroes hat da auch so teilweise so ein paar Anleitungen irgendwo auf der Webseite drauf.
Müsste ich halt nur nachgucken. So, dann sie hier. Oh, oh, Moment. Sieht nur sehr, sehr schwierig aus der Verpackung raus, weil das Ding hier schon so breit ist. Jede Menge Flash, sodass man hier nicht sehen kann, was da überhaupt drunter steckt. Aber man kann das schon mal ein bisschen so rauszuppeln. Ein Arm, eine... Was auch immer. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein zweiter Helm, aber der Kopf ist ja hier fest. Sodass das halt weniger der Fall sein kann. Also wie gesagt, hier der Resin-Flash, also das ist jetzt hier nichts Großartiges. Ding. Es ist halt, man kann es fast einfach so abziehen, ohne dass man jetzt da irgendwie großartig was kaputt macht. Also man braucht da jetzt kein großartiges Messer oder sonst irgendwie was dazu, sondern kann es halt wirklich abziehen. Klar, hier irgendwie, wo jetzt, wo jetzt ich jetzt so mit dem Finger nicht drankomme, klar, da sollte man es vielleicht mit dem Messer machen. Aber deswegen, es geht halt dann auch so. Ja, hier denke ich mal, sollte es weniger ein Problem geben, wenn man denn halt weiß, wo die Sachen hingehören. Also eins ist hier irgendwo ein Arm. Also ich denke mal, ach, das sind die Arme, okay, ja, ja. Nee, also eins ist der rechte Arm, eins ist der linke Arm und dann gibt es halt noch die Hände, die an die Arme halt drankommen und halt hier das Bein, was man dann aber, ja, muss man halt vorher ein bisschen anpassen und gucken, wo es denn am besten hinkommt oder halt am richtigsten aussieht oder halt, wo hier der Spalt am kleinsten ist. Je nachdem. Also das sollte man vielleicht dann halt auch schon vorher irgendwie kleben und dann halt den Spalt kleben, irgendwie zukleistern. Weil sonst sieht es halt auch ein bisschen merkwürdig aus. Gut, aber es funktioniert. Nur ist hier halt die Figur etwas zu groß für die Tüte. Sodass dann halt hier zumindest mal der eine Arm da abgegangen ist. Ich weiß halt nicht, wo sonst das Bein sonst noch befestigt war. Aber auf jeden Fall, das war halt eine Figur, die ich haben wollte. Und dann kommen wir halt hier zu den Were-She-Wolves. Und ja, die sind halt etwas größer. Das sind große Mädels. Auch hier muss man dann erstmal schauen, wie es am besten passt. Ich glaube, von der Haltung her, ja, muss man halt schauen. Deswegen irgendwie so. Was sind die dann überhaupt so? Irgendwie passt es nicht auf die Base drauf. Oder ist das? Nee. Hä? Also, eins ist beides die Arme. Dann haben die hier noch so Haare. Kommt wohl hier hinten dran? Oder ist das, was hier hinten dran kommt? Weil das ist ein bisschen, sieht ein bisschen falsch aus. Es sieht alles falsch aus. Es sieht gerade alles irgendwie ein bisschen falsch aus, aber naja. Oder kommt das wirklich hier hin? Und das irgendwie drüber? Ich glaube, so könnte zumindest das hier oben was werden.
Naja, müssen wir halt ausprobieren. Auch das hier, wo denn das Bein hier am geschicktesten halt hin soll. Jetzt nicht hier irgendwie komplett hier nach oben vertreten, das ist klar. Aber irgendwo. Klar, so, so passt. Ne, so, so hat man kaum. Ja, doch, da hat man auch eine Lücke. So hat man kaum eine Lücke. Oder so. Also, wie man es dreht und wendet, man hat irgendwo immer eine. Ja. Keine Ahnung. Muss man ausprobieren, wie, was, wo hin soll. So, warte mal, vielleicht käme das da hin. Also ich denke mal, hier wird man wohl mit Queen Stuff irgendwo arbeiten müssen, damit das alles später so aussehen soll, wie aus einem Guss. Also ich wüsste jetzt sonst nicht, wie man das hier am geschicktesten ohne Hilfe, ohne Anleitung irgendwie bewältigen soll. Oder muss halt gucken, ob Raging Heroes da eine passende Anleitung hat. So. Dann die zweite. Okay, die ist noch hier auf dem Gussrahmen mit drauf. Da können wir jetzt nicht so großartig viel rumprobieren. Doch, das Bein würde gehen. Aber auch hier, also so würde ich sagen, wird es zumindest mal hier außen passen, aber halt hier innen drin hat man dann doch irgendwo einen größeren Spalt, den es dann halt noch zu kitten gibt. So, wo die Hände hinkommen, weiß ich nicht. Also, beziehungsweise die Arme. Muss man halt ausprobieren. Hier ist noch eine Klaue dran. Also aufpassen, nicht wegwerfen. Die Klaue kommt halt wohl hier rein. Deswegen da fehlt der Daumen im Prinzip. Hier fehlt noch die ganze Hand. Die ist hier samt Daumenklaue. Aber hier ist die Hand schon ausmodelliert, da fehlt halt nur noch die Klaue. Muss halt nur, ich denke mal, das ist die, die halt hier zugehört und ja, dass die zusammengehören. Dann haben wir hier auch noch so ein paar Zöpfe, die dann da irgendwo rankommen. Und dann haben wir das hier auch. Wie gesagt, da muss man halt vorab, denke ich mal, schauen, was man zusammenkleben kann, was da an Spalten noch übrig sind und was man dann eventuell auffüllen muss. So, das Einpacken spare ich mir jetzt gerade, weil das sind jetzt dann doch ein paar viele Teile und einiges so ein bisschen, ja, ein bisschen jetzt anders angeordnet. Da will ich jetzt auch nicht auf die Schnelle irgendwie was zusammenpacken. Deswegen machen wir jetzt hier schon Schluss, wobei schon ist gut. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einer anderen Folge wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.